Okay, jetzt habt ihr gesagt, ich muss mir Montes Video reinziehen, ja? Wir werden eine Lösung finden oder ich habe schon Lösung gefunden. Ich bin niemand, der den Kopf in den Sand steckt. Ja, okay. Das ist es. Weißt du, was ich halt geil fände, wenn du ein Setup hast, im Hintergrund ein paar beleuchtete, geile Autos. Ich hätte meinen Oldtimer reingestellt, du dein Lambo. Ja, Bruder. Sogar mit Pfanddings und so. Herzlich willkommen. Na, Kylo ist groß geworden, ne? Oha. Ja, ist ein großer. Ich wollte schon sagen, wie groß ist er geworden. Oh, ein Kylochen, hä? Was, Digga, das ist ja, das haben wir so optimal gelöst, Lennart, mit dem Scheißding. Das ist ja genau vor meiner Fresse, Digga. Dann machen wir es einfach so. Was geht? Ja, so ist perfekt. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Und herzlich willkommen aus der neuen Zentrale im Hintergrund. Ja, super gelöst und mit dem Graffiti hat er gute Farben benutzt, Digga. Das sieht schon richtig geil aus, Bruder. Ah, der Getränkeautomat auch noch, sehr wichtig. Boah, er soll sogar noch einen fetteren, so einen doppeltürigen. Geil, Getränkeautomat, ist ja auch richtig geil, stimmt, gar nicht daran gedacht. Seht ihr gerade noch? Ja, dieses Waschbecken, mein Leben. Aber er zeigt da drauf, warte mal, vielleicht sagt er was dazu? Kai, der hier für die Technik unter anderem verantwortlich ist und war, soll ich euch mal kurz eine kleine Einführung geben? Also, das ist die Frontkamera. Das ist die Seitenkamera, da müssen wir nochmal eine bessere Lösung finden für die Sachen. Dann haben wir einmal die Kamera von oben auf Entspantarino und dann haben wir die Sofakamera. Und ja. Ich sag euch so, wie es ist. Also diese Sofaecke funktioniert auch. Das bedeutet, nicht wie unten im Gaming-Keller die Sofaecke für einen Arsch ist. Ich spreche über dieses Mikrofon, was denkst du denn, was das für eine Qualität ist? Nicht die ganze Zeit jetzt meckern, ist ja der erste Stream, das heißt, wir müssen ja hier auch noch alles ein bisschen... Ist ja Beta, ne? Bei der Beta, weil man findet immer noch Sachen raus, die nicht funktionieren und so weiter. Ein bisschen mehr fuchsen und herumspielen und, ne? Sieht ein bisschen aus wie Greenscreen, oder? Oder was sagt ihr? Also als ich das erste Mal selber gesehen habe, muss ich sagen, sah aus wie Greenscreen für mich. Also hier kommt noch eine Klimaanlage rein. Die Autos kommen nicht von dieser Seite rein, ne? Sondern von der anderen Seite. Die ist jetzt noch nicht da. Also es geht von der Temperatur jetzt gerade, aber kann hier schon richtig heiß drin werden. Diese Lichter haben wir jetzt erstmal provisorisch reingeklatscht. Da kommen noch andere Lichter rein, bessere Lichter, hellere Lichter. Die Waben hier oben, also die weißen... Warum hat er sie nicht angemacht? Die Waben hier oben hatten wir so ein bisschen Problem mit. Die sind nicht dimmbar, was wir jetzt erstmal nicht beachtet haben. Ach so. Die müssten aber dimmbar sein. Die Dimmer, die wir bestellt haben, sollten heute ankommen, aber die von DHL waren... Zu hell. Wäre cool, wenn man sehen würde, wie hell. Heute Morgen um 9 Uhr bei mir schon zu Hause. Da bin ich ganz ehrlich, das habe ich gar nicht mitbekommen. Da habe ich noch ein Schlafi-Schlafi gemacht. Ah, okay. Geht. Finde ich angenehmer. Also da seht ihr... Oder? Finde ich das... Seht ihr ja, das ist ein bisschen zu viel des Juten. Es kommt geil, versteht mich nicht falsch. Aber ich finde es irgendwie angenehmer, oder? Aber es ist mir ein bisschen... Okay, ein bisschen ja, zu hell und es killt den gesamten Vibe des Raumes mit den Lichtern hier am Boden. Ja, okay, doch, hat er recht. So die Hälfte davon würde mir schon besser recht gefallen. Ja, hat er recht. Ja, klar, safe. Jetzt weiß ich, was er meint. So die Autos da raus. Ja, also ich verstehe die Frage nicht. Fliegen. Ist doch offensichtlich, Digga. Das ist schon ganz großes Kino hier. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, vor 2 Wochen... Oder vor 3 Wochen sah die Halle halt einfach noch wie eine Halle aus. Und was die Jungs in kurzer Zeit gemacht haben, muss dazu aber auch sagen, wir mussten selber noch sehr viel Kleinigkeiten machen. Der Kollege, der da auf der Couch sitzt, hatte auf jeden Fall viel zu tun, was die Technik angeht. So viel kann ich euch schon mal sagen. Auch super wegen Tonqualität. Das war eine Sache, da haben viele gesagt, das kriegen wir nicht hin. Sagt ehrlich, jetzt 1 bis 10 Hall für eine Halle. 1 bis 10 Hall für die Halle. Von der Tonqualität ist das super, oder? Soundcheck muss vom Lambo. Welcher Hall? Ich schwöre sogar. Woher? Auf keinen Fall mache ich Soundcheck mit dem Lambo, Digga. Ey, sowieso, seit ich gestern auf der Automesse war und mit den 1400 PS Autos gefahren sind, habe ich das Gefühl, das Auto da hinten ist Schrott. Hab gar keinen Bock damit zu fahren, Digga. Ich bin gestern mit Abo zurück von der Auto auf die Autobahn gefahren im GLS. Ich hatte das Gefühl, ich fahre im Trabi, Digga.
Ich habe wirklich gedacht, ich sitze im Trabi, Digga. Ich finde die Halle nicht zu groß. Ich habe mich sehr gefreut auf die Halle. Oder ich freue mich über die Halle und finde diese Halle extrem geil. Ich muss auch sagen, das, was auch einige Leute eventuell als Verdacht aufgestellt haben, ist, dass ich keine Lust habe auf den Fahrtweg und ähnliches drum und dran. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt das erste Mal, dass ich hier streame, aber ich habe hier in der Halle schon viel, viel Zeit verbracht und jedes Mal, wenn ich dann hier fertig war, muss ich sagen, war es ein richtig cooles Gefühl, nach Hause zu fahren und in einer gewissen Art und Weise das Gefühl zu haben, Feierabend zu machen und von seiner Arbeit nach Hause zu fahren. Ja. Bisschen Abstand von zu Hause, bisschen Distanz von zu Hause, um das zu Hause nochmal ein bisschen mehr wertzuschätzen. Ja, das ist auch Arbeit, was ich hier mache. Ja, Arschgeigen, Mann. Ach, Digga, scheiß drauf. Ihr habt euch nicht verändert, ich habe mich nicht verändert. Halten wir es einfach fest, Digga. Da ist eine Toilette drin, das Graffiti hier an der Wand hat ein Kollege von mir gesprüht. Komplett, das war vorher weiß, die Wand hier. Einfach, und ich finde auch, könnt mir gerne eure Meinung reinschreiben, ich finde, das matcht auch perfekt mit den Lichtern in die Gesamtoptik der Halle, oder? Sieht super aus, wie ich finde. Dann haben wir hier noch natürlich schöne Gönnergy-Leuchten. Einige Leute hatten gefragt, ob ich hier oben drauf noch was mache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich persönlich bin am Überlegen, sollte ich irgendwann noch mal einen Podcast machen mit einem Kollegen oder ähnliches, dann wäre natürlich da oben eine richtig... Aber dafür würde ich die Sofas benutzen, Digga. Die sind doch doch da mit Mikrofon und so. Geile Podcast-Ecke, ne? Aber nee, guck mal, der hat die Mikrofone... Nee, die sind da, okay. Die Türen schwarz werden, knallt das noch mehr? Nein. Ja, das so Kleinigkeiten. Nein, nein, was für Tür schwarz, Bruder. Weiß ist der perfekte Kontrast. Das ist schon dunkel. Eventuell hier. Spezialauftrag, Digga. Türen schwarz folieren und Rahmen. Er hat gesagt, hau mir ab mit deinem Spezialauftrag. Ich habe ihm in letzter Zeit einige Spezialaufträge gegeben, Digga. War JP eine Inspiration für die Halle? Nee. Eigentlich nicht. Also ich hatte gewisse Vorstellungen. Wolltest du sagen, dass die Sucuk... Ey, Walla, danke schön, Cedret. Woher weißt du das? Ich schwöre, ich wollte fragen. Ich lese hier Sucuk, Digga. Hä, wie bist du drauf gekommen? Walla, bei Gott, ich wollte gerade sagen, Digga, hä? Seht ihr Sucuk? Und dann dachte ich mir, bevor Leute denken wollen, ich will ihn hops nehmen oder ich will ihn irgendwie haten oder so, keine Ahnung, weil habe ich es nicht ausgesprochen, Digga. Ja, Walla, Cedric, danke, jetzt, weil du es gesagt hast, habe ich das jetzt erwähnt, Digga. Sonst hätte ich das niemals gesagt, Bruder. Am Ende die Leute denken, Digga, ich versuche hier irgendwie Montans Bein zu pissen. Aber ich denke die ganze Zeit, hier steht Sucuk, Bruder. Aber die Jungs, Ratun, der das ja gemacht hat, der auch gerade wahrscheinlich sein YouTube-Video dazu hochgeladen hat, ich habe denen freie Hand gegeben, ich habe so eine gewisse Vorstellung gehabt und ich finde, sie haben es super, super umgesetzt. Also die Begegnung, das werdet ihr auch in dem YouTube-Video sehen, die Begegnung, als die Halle dann fertig war und ich reingelassen worden bin, habe ich noch zu den Jungs so gesagt, ey, ich kann Freude nicht so gut zeigen, weil ich hatte gedacht, dass, ich weiß nicht, ich habe nicht gedacht, dass die Halle mich krass abholt, aber ich habe gedacht, dass ich emotionsloser drauf reagiere. Aber ich muss wirklich sagen, Digga, als ich in die Halle hier reingekommen bin, war ich echt überwältigt, Digga. Tageslicht fehlt ein bisschen, oder? Nee, überhaupt nicht. Wir haben hier oben, das sieht man jetzt nicht, hier oben. Ich finde, nur in sein Gesicht müsste ein bisschen Licht kommen. Haben wir Tageslicht. Sobald es ein bisschen dunkler wird, draußen, wird das Licht hier auch nochmal viel krasser kommen. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz eine Real-Life-Story erzählen, okay? Damit wir das ein für alle Mal geklärt haben, dass ich nicht der Idiot in der Situation war, okay? Der Grund, warum aus dem Keller nicht gestreamt worden ist, aus der Sofa-Ecke, war nicht, weil ich den Fettsack-Modus aktiviert habe, vielleicht auch ein bisschen, sondern die Aufgabe für die Messebauer war... Sammy, danke dir. ...dass sie in dieser Ecke ein Setup bauen, wo ich mit Kumpels chillen kann. Habe ich immer dick angekündigt. Als die Messebauer weg waren und das ganze Zimmer erledigt war, unten im Keller, habe ich dann irgendwann kurze Zeit später dann gefragt, Jungs, wie kann ich da eigentlich aus der Ecke jetzt streamen? Also der Fernseher hängt, die Kamera hängt und dann sagen die, ja, wieso, wie meinst du? Ich sag ja, ich muss ja irgendwie von der Konsole, von der PC-Ecke übertragen an den Fernseher und von dem Fernseher wiederum das Signal an den PC, um das streamen zu können. Ach so, ja, haben wir nicht gemacht. Ich hab dann Fernseher hängen und die Kamera, aber der Fernseher ist nicht mit meinem Setup verbunden und meine kompletten Wände sind aus Rehgipsplatten aus Waben. Das heißt, ich konnte nicht einfach mal ein Kabel an der Wand längs legen zum PC und deswegen ist das Projekt... Ja, Ausrede. Ja, Mario.
Okay, was haben die denn aber gemacht? Wo haben die denn die Kamera angeschlossen? Einfach so da gelassen oder was? Jo, du, ach Digga, weißt was, scheiß drauf, Digga. Warum erzähle ich euch das jetzt überhaupt, hä? Aber hier, Achtung, das ist die Sofa-Ecke mit der angeschlossenen PlayStation 5. Und dort ist aber auch noch die PlayStation 3 beispielsweise angeschlossen. Okay. Da ist alles angeschlossen. Jedes einzelne Gerät ist da angeschlossen, Digga. Ratun, W-Arbeit, 100% hat Ratun hier einen guten Job gemacht. Aber, Digi, ich will auch Menschen nicht mit fremden Federn schmücken. Ratun hat einen super Job gemacht, aber wer auch einen super Job gemacht hat, ist Lennart und unser Kockfressener Kai. Die Jungs haben hier richtig noch geackert, weil diese technischen Sachen alles einzustellen mit den Kameras, dass alle Kameras funktionieren, dass die Lichter noch alle funktionieren. Also, ich glaube, jeder hat hier seinen Part gemacht und jeder hat seinen Part krass gemacht. Ja? Aber natürlich, Ratun hat hier auch einen krassen Part gemacht und hat hier innerhalb kürzester Zeit mit seinem Team zusammen aus einer stumpfen Lagerhalle wirklich ein Wohnzimmer gemacht. Fetten Clap in den Chat für alle beteiligten Leute. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, Digga, das stört mich ein bisschen. Ich finde, die S-Klasse passt hier nicht rein, Digga. Also, ich finde, die S-Klasse passt hier nicht rein. Boah, Rede, ich wollte es nicht sagen, Digga. Weil die S-Klasse, also, ich sag dir ehrlich, nur der Lambo. Nur der Lambo. Auch wegen der Farbe, Bruder. Ich brauche noch einen anderen Sportwagen. So ein Porsche GT3 RS oder so würde sich da richtig gut machen. Irgendwas. Boah, Porsche ist aktuell mein Traumauto. Ein Porsche im Hintergrund haben. Aber nicht von vorne, sondern von hinten. Diese, ich habe es letztens im Stream euch gezeigt, diesen Porsche. Mit diesen zwei ovalen Auspuffen, die so perfekt gemacht worden sind. Dieser roten, durchgezogenen Linie. Boah, komm, halt die Fresse. Mal gucken. S-Klasse zu Standard. Mein Reden, endlich versteht das mal einer, Digga. Okay. Nicht mal ein Maybach, Bro. Also okay. Irgendwo, ich habe irgendwo das Gefühl, ja, irgendwas nee, hat verkehrt gemacht in der Vergangenheit. Nimm raus die S-Klasse, Bruder. Brauchst du nicht, scheiß drauf. Nein, Digga. Guck dir diesen Wagen an, Digga. Hol ein zweites Auto, was investmentmäßig gute Kapitalanlage ist oder sogar vielleicht, wo man Plus machen kann. Lass es einfach hier drinnen liegen. Auch zu lang, Bruder. Hol ein Zweisitzer. Der passt da hier. Nein, Spaß beiseite natürlich. Ne? Oldtimer wie Sascha. Bin dir ehrlich, ich bin jetzt kein krasser Oldtimer-Freund, mir den hier reinzustellen. Also ich finde Oldtimer schick, verstehe mich nicht falsch, aber ja. Leih dir einen zum Ausstellen bei JP. Ja, nee, Digga. Wenn mache ich schon was Richtiges, Eigenes. Nicht, dass das jetzt ein Spoiler ist oder dass ich das wirklich mache, aber eins kann ich euch sagen, was wirklich ein Traum wäre, wäre Lamborghini Urus in der gleichen Farbe wie der Performante. Hä? Ach so, Urus. Ah. Also das wäre dann schon next. Ja, nee. Ich sage, next level wäre, wenn er einfach ein Ferrari in der gleichen Farbe jetzt machen würde. Next level, Digga. Oder Porsche. In der gleichen Farbe. Alles überwacht und alarmgesichert. Also ich will jetzt, ne? Ich will jetzt hier nicht die Fresse. Guck mal, worüber wir gerade reden, Digga. Lambo in der gleichen Farbe. Nee, lieber Ferrari in der gleichen Farbe. Aber darum, scheiß mal da drauf. Ich hab aktuell so einen kleinen Insider-Traum mit einem Freund von mir. Und zwar ist das der Porsche 911er 992. Kein GTSR, GT3, RS, F4S. Ganz normale 911er 992. Ohne Cabrio, ohne nichts. Einfach Coupé kriegt man für 115.000 Euro. Weil das ist von einem Freund von mir sein Traumauto. Und das ist mittlerweile auch mein Traumauto, ne? Und wir reden immer darüber, ne? Wir schicken uns immer, guck mal, wie geil, tschüss, Bunun Götünüstikerim und so. Guck mal, was für ein heftiger Arsch der hat und so. Diese durchgezogene Linie, Ananistikim, wie perfekt ist sein Auto. Guck mal, diese Löcher. Alles. Ist für mich das geilste Auto aktuell. Und ich rede immer mit ihm so, keine Ahnung, so, das ist unser Traum. Bruder, ruf mich ganz zufälligerweise an. Guck mal bitte, was für Probleme Menschen haben. Ruf mich ganz zufällig. Bruder, ich bin unterwegs. Ich glaube, ich war sogar unterwegs mit einem Auto, was ich mir gehörte. Keine Ahnung, so. Bruder, ich musste schalten einfach. Ich musste einfach schalten, Bruder. Ja, ne, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich geschalten habe. Ne, ich musste einfach schalten. Ich fahre heiß, alles Müll, Penner, so Stoffsitze, alles so. Ich bin so Klimaanlage, ich will nicht krank werden. Ich mache Fenster auf, alles. Ich fühle mich so Müll, heiß. Ihr wisst, wie eklig das ist, so Autos, die, wenn so Sonne reinkommt. Mal so Stoffsitze, alles Müll, schalten. Ruf mich mein Freund an, der hat ein Luxusautohaus, ne? Der verkauft so Rolls Royce und so weiter und so fort. Der verkauft nur Porsches, Maybach, G-Klasse Cabrio, G-Klasse mit 6 Räder, Ananistiki mit Staub noch von Dubai. Der Endgame. Bruder, den gehört eine ganze Stadt, ne? So. Er ruft mich an, er sagt, ey, kennst du jemanden, der Helikopters verkauft? Ich sag, was?
Er sagt, ja, du bist doch berühmt. Kennst du jemanden, der Helikopter verkauft? Ich sag, Bruder, was für Helikopter? Er sagt, ich hab keinen Bock mehr, diese ganze Rolls-Royce und so weiter. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich will einen Helikopter. Ich hab da einen Helikopter gesehen, ich will den unbedingt haben. HT-2899. Ich sag, was laberst du da? Er sagt, ja, guck mal bitte nach HT-28. Diese Helikopter heißt du, diese Marke heißt du. Bei Helikopter gibt's ja nicht BMW und so. Da, diese Helikopter haben so Dingsnamen, so Codenamen. Er sagt, ich will den komplett schwarz haben mit so weißen Akzente. Ich sag, okay, ich kenne jemanden, der hat genau den, aber sein Propeller ist orange. Geht das? Er sagt, nein, Propeller muss auch schwarz. Bruder, was haben die Leute für Dings? Ja, wallah, wir denken wie an Träume. Unsere Träume sind kacke. Er ruft mich an und fragt mich, ob ich jemanden kenne, der Helikopter verkauft, ja. Bitte, Bruder, hör auf, Amunarim, ja. Hör einfach auf, Digga. Hör auf von einem Porsche. Seitdem, ich träume nicht mehr von einem Porsche. Ist alles Verarsche, Bruder. Was soll ich über einen... Was ist das für ein Traum, Bruder? Weil du musst dir vorstellen, ein Traum ist ja etwas, wovon du träumst, in deinem Kopf, in deinen Gedanken. Etwas, was du nicht hast, wovon du träumst. Das heißt, wenn ich sogar in meinem Traum Grenzen habe, warum... Was ist das für ein Traum? Verstehst du, was ich meine? Weil er träumt nicht mal. Sein Problem ist, dass er nicht weiß, wo er einen Helikopter kaufen kann. Aber was habe ich denn für einen Traum? Warum träume ich nicht gleich größer? Ich meinen Traum. Warum setze ich mir Grenzen in meinem Traum? Ich werde es doch eh nicht haben. Ja, ne, ich träume. Weißt du, was ich... In deinem Traum, du kannst doch alles entscheiden, was du haben möchtest. Warum willst du nur einen Porsche haben? Träum doch auf größer. Amenorem, fragt er mich, ob ich jemanden kenne, der Helikopter verkauft. Amenorem, ja. Besser aufreißen und übermorgen sage ich dann, ey Leute, moin moin meine aktiven Freunde. Bei mir wurde eingebrochen, so wie damals, ne, in meinem Haus, da weiß ich noch ganz genau, Digga, wo ich gesagt habe, also man müsste hier schon James Bond sein, um hier einzubrechen und drei Tage später, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen, bei mir wurde eingebrochen, ja, Klassiker wie Mozart, aber ich will mal so sagen, die Halle und das Gelände ist gut überwacht, ihr wisst selber, wenn Leute Unfug im Kopf haben, dann machen sie auch Unfug, da kannst du noch so gut überwacht sein, wie du willst, sie werden es machen, die Frage ist, wie leicht machst du es ihnen und wie leicht machst du es ihnen halt nicht, ne? Was zahlst du für die Halle? Geld. Ein bisschen was, ne? Ich würde sagen, ich bezahle für die Halle hier ungefähr das, was man für eine schöne Zwei-Zimmer-, Drei-Zimmer-Wohnung in München... Nein, nicht in München. Also, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, Digga. Ja, ist besser. Der soll auch gar nicht so viel darüber reden, wo oder wie oder was, Digga. Er soll auch gar nicht sagen, Bruder, wie lange er von da nach Hause braucht, weil alles kann man sich ausrechnen. Bruder, die Leute müssen ein bisschen vorsichtiger sein mit allem, ja? Ja, ich denke mal, der zahlt dafür 2,5 oder entweder von zwischen 2,5 und 5. Darf man fragen, was die Gesamt... 2,5 wäre schon echt günstig, aber ich weiß halt nicht, in welchem Dorf das liegt, ne? Die Einrichtung gekostet hat, das kann ich dir nicht verraten, weil ich die gesamte Einrichtung auch nicht bezahlt habe. Also ich habe de facto, außer für die Arbeiter wie Lennart... Wir gucken gleich Montessori, bitte habt doch mal Geduld, ich bin doch gerade in der Reaction, Digga, unterbricht mich nicht. Und Kai, den bezahlen natürlich ganz normal ihre Stunden, aber für die gesamte Einrichtung habe ich nicht einen einzigen Euro ausgegeben. Weder für den PC, noch für die Monitore, noch für die Kameras, noch für den Boden, noch für die Lampen. Ich habe die gesamte Einrichtung gesponsert bekommen. Ich bedanke mich mit einem dicken Monte L im Chat eurerseits für den grandiosen Stream. Danke für eure positiven Nachrichten. Es ist schön, wieder mit euch hier gewesen zu sein. Ich habe das wirklich vermisst. Danke an alle, die am Start waren. Danke an alle, die schon am Start waren und jetzt wieder am Start sind. Danke an meine Moderatoren, die auch wieder heute einen super Job gemacht haben. Und ich würde einfach meinerseits sagen, lasst euch gut gehen. Küsschen aufs Nüsschen. Ach, Monte Love, okay. Okay, dieses Waschbecken ist mein Highlight. Naja, das fuckt die alle ab, ne, das Waschbecken. Ja, ich hoffe, Monte wird da in Ruhe streamen können. Ja, das ist das Schlimmste überhaupt, wenn man die ganze Zeit genervt wird beim Stream. Ich hoffe, dass das nicht exposed wird, wo das ist. Ich hoffe, der passt da gut drauf auf, dass niemand herausfindet, wo das ist. Und Leute, lasst ihn doch einfach in Ruhe. Ich versuche gar nicht herauszufinden, wo das ist.